Ja, schönen guten Morgen aus Berlin. In dieser Woche zwischen Griechenland-Wahl und Griechenland-Spiel, Herr Trittin, da geht es jetzt noch mal um den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Um 10 Uhr wird in Karlsruhe ein Urteil gesprochen mit der Frage, ob das Parlament mehr beteiligt werden muss. Warum haben Sie geklagt, Herr Trittin? Es geht um den ESM, es geht auch um den Fiskalvertrag. Es geht einfach darum, dass wir es leid sind, dass die Regierung verhandelt auf europäischer Ebene, Institutionen der Europäischen Union in Anspruch nimmt und anschließend dem Bundestag fertige Verträge vorlegt nach dem Motto friss oder stirb. Beim Europäischen Stabilitätsmechanismus ist über Wochen verhandelt worden und das Parlament hat nicht einen der Vorentwürfe zu sehen bekommen, außer als wir es uns über Umwege besorgt haben. Es ist doch absurd, dass wir Gesetzentwürfe für Verträge, die Deutschland binden, wo es um Milliarden geht, uns von den österreichischen Kollegen der Grünen besorgen müssen, die das selbstverständlich von ihrer Regierung erhalten, während die Bundesregierung das Parlament hier künstlich dumm stellt. Die Bundesregierung sagt aber, es sind bestimmte Verträge, da kann man nicht bei allen Sachen den Bundestag informieren. Da sind auch Sachen, die muss man geheim halten. Was sagen Sie denn dazu? Das ist völlig absurd. Wir haben Geheimhaltungsregeln auch bei EU-Angelegenheiten. Da werden wir frühzeitig beteiligt. Und wir finden, wenn man an die Europäische Union solche Konstrukte anbaut, wie einen Stabilitätsmechanismus, wie einen Fiskalvertrag, dann müssen die gleichen Regeln gelten. Das Parlament ist in der Lage, Geheimhaltung zu gewährleisten, aber hier geht es um das Geld der Steuerzahler. Es geht um den Kernbereich der Rechte des Parlaments. Wir haben die Haushaltshoheit, nicht die Bundesregierung. Und wir entscheiden beim ESM über etwas, das ist größer als ein einjähriger Bundeshaushalt. Da kann es nicht sein, dass der Bundestag im Blindflug entscheidet. Und das ist der Grund, warum wir nach Karlsruhe gegangen sind. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass wir beim Fiskalvertrag entsprechende Regeln brauchen werden. Karlsruhe hat ja in anderen Urteilen, in anderen Verfahren immer wieder die Parlamentsrechte eigentlich auch gestärkt. Es ging auch einmal um dieses Neuner-Gremium, das entscheiden sollte. Da hat Karlsruhe auch gesagt, wir müssen den ganzen Bundestag damit beschäftigen. Rechnen Sie damit, dass Ihre Rechte gestärkt werden? Vor Gerichten auf hoher See ist man in Gottes Hand, sagt man so schön. Die Rechtstradition oder wie Recht gesprochen worden, zeigt eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht anders als die Bundesregierung die Rechte des Deutschen Bundestages ernst nimmt und immer wieder gestärkt hat. Und was passiert denn dann, wenn Karlsruhe sagt, ja, die grüne Fraktion, die hat Recht und das Parlament muss mehr beteiligt werden? Dann muss das Gesetz über den Stabilitätsmechanismus geändert werden und auch die Ratifizierung des Fiskalvertrages wird sich ändern. Heißt das dann aber auch, der ESM wäre in Gefahr? Der ist nicht in Gefahr. Hier steht jemand, der ist für den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Und nachdem ich die österreichischen Entwürfe zu sehen bekomme, kann ich das auch guten Gewissens tun. Ich hätte mir gewünscht, wenn die Bundesregierung mich in die Lage versetzt hätte. Gut, vielen Dank, Herr Trittin. Um 10 Uhr kommt das Urteil aus Karlsruhe, dann wissen wir mehr.